Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute nochmal ein kleines Update zum ESX Anfängerpack. Und zwar haben sich das viele halt geholt und es gab Probleme mit dem Chat und dies und das. Deswegen habe ich das nochmal ein wenig überarbeitet und somit zeige ich nochmal eine komplett neue Installation. Link ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung, damit ihr es kaufen könnt. Und wer das halt schon hat, kann mich gerne dann anschreiben. Wir überprüfen das dann und dann kriegt ihr auch das Pack zugeschickt. Genau. So. Gut, ich habe mir einen neuen Server geholt bei Zap Hosting jetzt. Hier können wir das Ganze dann sehen. Ich habe den gerade nochmal frisch neu aufgesetzt. Das heißt neu installiert. Und das solltet ihr halt am Anfang auch tun. So. Wenn wir es gemacht haben, dann müssen wir den einmal starten und wiederum stoppen. So, dann gehen wir in FileZilla rein und haben dann hier, gehen wir in den Resource-Ordner und sehen, ja, wir haben nichts installiert eigentlich. Nur den 5M-Server. Das heißt, wir nehmen uns das Pack vor. Das mal hier hin. So. Dann gehen wir hier rein. In den Resource Ordner und ziehen einmal diese ganzen Dateien in den Resource Ordner. Das heißt, wir müssen auch hingehen, so, und ziehen einfach diese hier rein. Kann jetzt eine kleine Weile dauern. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. So, da sind wir auch dann schon wieder. Jetzt gehen wir nur noch zurück. Wir haben das hier jetzt komplett hochgeladen hier. Und hier gehen wir dann auch wieder zurück. Hier haben wir schon jetzt Server CFG. Die ziehen wir uns auf den Monitor einfach, damit wir sie gleich bearbeiten können. Beziehungsweise brauchen wir da noch ein paar Dateien. So, dann tauschen wir das Ganze aus. Wir nehmen uns die Easy CFG und die Server CFG und ziehen das einfach in die Server CFG bzw. in den Server Data Ordner. Überschreiben die Server CFG. So, dann können wir das Ganze minimieren und hier haben wir die schöne Server CFG. Einmal kurz rüber. So, machen wir ein wenig kleiner. Und wir brauchen natürlich noch die Server CFG, die wir jetzt gerade hochgeladen haben. Die haben wir dann hier. So, als erstes brauchen wir natürlich noch diese drei Sachen hier von der originalen Server CFG und tauschen das Ganze dann einfach hiermit aus. Ja, weil hier steht noch, dass hier sind zum Beispiel die Datenbankdaten, zum Beispiel Name und Passwort. Ne? Die brauchen wir natürlich auch. So. Als nächstes gehen wir dann runter, hier halt auch, und hier können wir natürlich den Server Stuff, ist das halt, da könnt ihr euren Discord Server verlinken, Teamspeak halt IP oder Whitelist oder sonstiges noch hinzufügen, wie ihr halt Lust und Laune habt. Dann gehen wir runter und hier steht schon mal Host Name, ja, das Ganze schneiden wir einfach aus. Und fügen das hier unten einfach mit ein. So. Weil hier haben wir natürlich noch den Projektname. Der muss identisch sein wie das, wie der erste Name, wie der Hostname. Und hier haben wir nochmal die Beschreibung. Genau. Als nächstes müssen wir hier unten noch
Wo haben wir es? In der originalen Datei. Ja, hier. Hier kopieren wir uns das auch einmal raus und tauschen das Ganze mit unsere aus. So. Als nächstes, wenn ihr das Ganze noch auf DE haben wollt, damit man den Server auf DE auch suchen kann, müssen wir einmal hier das Ganze bearbeiten. Das heißt, wir machen hier einfach ein DE minus großes DE und somit wird der Server dann auch in der DE-Liste angezeigt in 5M. Genau. So, dann sind wir eigentlich schon fast fertig. Ja. Kurz überprüfen, Datenbank, das haben wir. Eigentlich hätten wir alles. Gut, wenn wir das alles haben, dann einfach hier speichern, schließen und hier nochmal übernehmen. Ja, das hier können wir eh schließen dann. So, somit haben wir auch die Server-CFG komplett mit der Datenbank verkuppelt und den Hostname dann auch bearbeitet und so weiter und so fort. Gut, als nächstes gehen wir wieder zurück in den Ordner. Und hier haben wir noch die SQL, die brauchen wir natürlich auch. Das heißt, wir gehen nochmal in die Server-CFG oder nehmen uns halt die hier. Und wir brauchen natürlich noch den Namen. Das heißt, wir kopieren uns hier einfach den ZEP-Namen, also den Datenbanknamen. Dann hier halt einmal öffnen. Das können wir dann auch einfach so machen oder halt mit Notepad++. Je nachdem. So, dann tauschen wir ihn halt mit den dann aus quasi. Drücken hier auf Speichern und haben das auch gemacht. So, jetzt kopieren wir uns die SQL einmal raus, fügen sie einfach hier ein auf den Monitor. Jetzt müssen wir uns noch in die Datenbank einloggen. Das heißt, wir gehen hier nach unten. Datenbank. Datenbank öffnen. Und hier haben wir schon drinne. Dann hier noch Passwort anzeigen. Dann kopieren. Dann hier. Zack. Und okay. Somit loggen wir uns jetzt in die Datenbank ein. Nach einer Neuinstallation sollte die Datenbank auch komplett leer sein. Das heißt, wir klicken einmal auf den Datenbanknamen und hier wurde keine Tabelle gefunden. Sehr gut für unseren Fall. Wenn ihr hier noch was drin habt, müsst ihr halt alles löschen oder ihr habt was falsch gemacht. So, als nächstes importieren wir die SQL. Das heißt, wir gehen auf Importieren, Datei auswählen und suchen uns einmal die SQL raus. Hier haben wir sie. Sagen OK. Und sagen OK. Und somit sehen wir auch schon, es wurde erfolgreich abgeschlossen, keine Fehler oder sonstiges gefunden. So, und soweit haben wir den Server dann auch erfolgreich installiert. Ja, so einfach geht's eigentlich. Genau, so, jetzt drücken wir nur noch auf Start Server. Kopieren uns einfach hier so die IP einmal raus. Kopieren. So, das können wir auch minimieren. Achso, falls ihr euch noch Admin-Rechte geben wollt, nach den ersten Char erstellen, macht ihr das einfach hier unter User. Dann sucht ihr eure Zeile aus und geht auf Permissions Level und setzt dann eine 4 und bei Group Super Admin. Natürlich muss dann auch wieder der Server neu gestartet werden und dann seid ihr auch schon Admin. Ich lasse euch einfach meine Zeile hier drin, damit ihr das halt nachgucken könnt. Genau. So, Server ist gestartet. Jetzt würde ich sagen, connecten wir doch mal auf den Server.
Also gehen dann einfach hier auf F8 und sagen hier einfach Connect IP. So kann eine Weile dauern, weil wir das erste Mal halt starten. So, warten wir noch kurz, bis der Charakter geladen ist und es hat wunderbar geklappt. Ja, jetzt haben wir eigentlich schon den kompletten Server hier, könnt ihr auch schon drauf spielen und so weiter und so fort. Natürlich könnt ihr noch dran rumwerken und noch neue Sachen hinzufügen und so weiter und so fort. Alles ist so gut wie auf Deutsch übersetzt, das heißt, ich das nachher noch mal überprüfen und so alles. Und ja, gut, ja, ne? Kleidungsläden halt, Shops haben wir, Massenshop, Drogendealer, dies, das, alles vorhanden. Waffenshop halt auch, ne? Waffenladen halt übersetzt, Polizeistation, Mechaniker und. Ja, Tankstellen haben wir auch, ne? Ja, das hat oben funktioniert auch. Wir können uns hier halt bequem dann so die Autos ausparken. Wir haben ein Inventar. Ne? Und wir haben ein Kofferraumsystem. Was auch funktioniert halt. Ne? Was halt raus, rein. Ein, raus, ja, funktioniert alles perfekt, genau. Ja, fahren wir erstmal zu einer Tankstelle. Hier halt auch komplett übersetzt, ne? Geld wird auch abgezogen. Ja, funktioniert halt alles perfekt. So, was wir natürlich auch können, ist halt einen Kanister kaufen, ne? Zack, oder auch abgezogen. Und den könnten wir jetzt auch einfach in den Kofferraum legen. Ne? Bauen wir ihn hier, zack. Oder halt wieder rausfüllen, je nachdem. Können wir erstmal drin lassen. Ja, die Automaten funktionieren auch alle. Ja, zack. Ich habe so gut wie alle Automaten auf der Karte abgeklappert und sie hinzugefügt für euch.
werden halt nicht angezeigt, weil die Blips halt zu viele sind. Somit würden dann dieses Problem auftauchen, dass wir hier die meisten Blips dann ohne Namen sehen. Und das sieht nicht gut aus. Genau, so, ja, Läden sind halt die Standardläden, so wie alles andere sollte eigentlich auch Standard sein. Ja, so, wir haben auf jeden Fall noch das V-Menü, ne? Können wir mit M dann uns irgendwo hin teleportieren, Spieler töten oder sonstiges machen. Dann haben wir auf Post 1 noch das Haupt-Admin-Menü, da können wir uns halt auch eine Gruppe geben und so weiter und so fort. Oder kicken, bannen, je nachdem. Dann haben wir auf jeden Fall noch das Easy Admin mit F10. Ja. Können wir halt auch einige Sachen machen. Dann hätten wir noch das Jobmenü auf F6. Ne? Können wir halt Zivilisten halt festnehmen und sie irgendwo ersaufen oder so. Je nachdem. Ja, dann haben wir auf jeden Fall noch den Autohändler, ja, ist halt auch Standard, ne? Aber ihr spart euch auf jeden Fall Zeit und ihr müsst nicht mehr so viel übersetzen, also Fahrschule ist auch auf Deutsch, dies, das, Ananas. Genau, ihr habt natürlich auch SaltyChat mit installiert, also ich habe das für euch schon installiert, das heißt, ihr müsst das nur noch verkuppeln mit einem TeamSpeak-Server natürlich. Und natürlich OnSync anmachen auf euren Server. Ja. Und ihr müsst halt die alte SaltyChat-Version so benutzen. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Ihr könnt natürlich auch SaltyChat einfach rausschmeißen. Und ihr benutzt irgend so ein anderes Voice-System. Ne? Das natürlich wie immer euch überlassen. Das müsst ihr halt selber wissen. Ne? Ansonsten habe ich hier noch einen Admin-Job mit drinne. Den werde ich gleich nochmal übersetzen für euch. Und ja, dann ist eigentlich alles easy peasy. Ja, Arbeitsamt habt ihr auf jeden Fall alle Jobs drin. Müsst ihr halt gucken, welche ihr noch rausschmeißen wollt oder nicht. Genau. Ansonsten würde ich sagen, war es das auch schon wieder. Ja, wie wir gesehen haben, eine easy Installation. Also eigentlich sollten jetzt gar keine Probleme mehr auftauchen. Und es sollte auch alles funktionieren. Ne? Chat funktioniert halt auch. Und ja. Ja, wir können halt schreiben, wir freezen nicht, ne? Wir freezen halt nicht. Haben ja auch viele das Problem irgendwie so gehabt. Ne? Ja, können wir normal laufen, Inventar öffnen und so weiter und so fort. Na, zack. Gut, Leute, ich würde sagen, das war es auch schon wieder. Und ja, den Server packe ich euch natürlich auch unten in die Videobeschreibung, wo ihr den dann herbekommt. Und ich packe euch auf jeden Fall noch einen Link dazu, wo ihr das Pack dann kaufen könnt. Ja, ansonsten viel Spaß mit dem Pack und ja, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Haut rein und ciao, ciao.